Sie kommen nicht aus einem EU-Land, sondern aus einem Drittstaat. Sie wollen zu Ihren Eltern oder zum Ehepartner, zur Ehepartnerin nach Österreich ziehen. Dann ist der Aufenthaltszweck für Sie eine Familienzusammenführung. Welche Voraussetzungen müssen Sie oder Ihre Angehörigen dafür erfüllen? Wie läuft so ein Verfahren ab? Das zeige ich Ihnen in diesem Video. Wann ist eine Familienzusammenführung möglich? Ausgangspunkt ist, dass Ihre Angehörigen in Österreich zumindest genügend Einkommen und eine ausreichend große Wohnung haben. Wer kann einen Erstantrag auf Familienzusammenführung stellen? Prinzipiell nur Ehepartner oder Ehepartnerin für sich und ihre minderjährigen Kinder. Haben Ihre Angehörigen die österreichische oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft, können unter bestimmten Auflagen auch Geschwister und weitere Verwandte nachkommen. Mehr dazu im Video Zuwanderung aus EU-Ländern. Wie wird der Erstantrag gestellt? Sie müssen den Antrag in der österreichischen Botschaft Ihres Heimatlandes stellen. Wenn Sie ohne Visum nach Österreich einreisen dürfen, können Sie den Antrag während Ihres legalen Aufenthalts auch persönlich bei der MA 35 stellen. Das ist die Magistratsabteilung Einwanderung und Staatsbürgerschaft. Wenn der Aufenthaltstitel nicht innerhalb Ihres legalen Aufenthalts ausgestellt werden kann, müssen Sie ausreisen und das Ende des Verfahrens im Ausland abwarten. Schauen wir uns das anhand von einem Beispiel an. Linda ist IT-Expertin aus Kanada. Sie hat eine Arbeit und eine Wohnung in Wien und verdient gut. Ihr Mann David will mit der gemeinsamen Tochter aus Kanada nach Wien ziehen. David füllt die Antragsformulare für sich und seine Tochter in der österreichischen Botschaft in Ottawa aus. Die wichtigsten Unterlagen für den Antrag auf Familienzusammenführung sind Reisepass, Geburtsurkunden, Heiratsurkunde, aktuelles Führungszeugnis, Zertifikat für Davids Deutschkenntnisse auf Niveau A1, Lindas Aufenthaltstitel, Nachweis über Lindas Einkommen und Wohnung sowie eine Krankenversicherung. Alle Dokumente müssen im Original und in Kopie vorgelegt werden. Für fremdsprachige Urkunden braucht es beglaubigte Übersetzungen. Im Einzelfall können weitere Unterlagen verlangt werden. Bei der Antragstellung unterschreibt David die sogenannte Integrationsvereinbarung. Nähere Infos dazu im Video Integrationsvereinbarung. Was passiert nun mit dem Antrag auf Familienzusammenführung? Die Botschaft schickt Davids Antrag an die Wiener Einwanderungsbehörde MA 35. Die MA 35 entscheidet positiv und informiert die Botschaft. Die österreichische Botschaft in Ottawa informiert David. Daraufhin reist David mit der Tochter nach Österreich ein. In Wien holt er bei der MA 35 die Aufenthaltstitel ab. In diesem Fall sind das Rot-Weiß-Rot-Karten Plus für ihn und das Kind. Ihre erste Rot-Weiß-Rot-Karte Plus ist dann für ein Jahr gültig. Wie Sie die Karten verlängern können, erfahren Sie im Video Integrationsvereinbarung und Aufenthaltsverlängerung. Mein Tipp für David und andere Neuzugewanderte: Melden Sie sich für ein kostenloses Start-Coaching an. Wir vom Start-Wien-Team beraten Sie gerne und helfen Ihnen beim Start in Ihrer neuen Heimatstadt.